Herzlich willkommen zu den Client Management Basics. Mit ACMP von Argon zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie in kürzester Zeit über WMI einen Domain-Join oder sogar einen Wechsel zwischen zwei Domänen durchführen können. Hierbei verwenden wir die Join Domain or Workgroup Methode aus Win32 Computer System und diese Methode unterstützt die unterschiedlichsten Wechsel entweder von einer Workgroup in eine Domäne oder sogar von einer bestehenden Domäne in eine andere Domäne. Also damit kann man auch eine Domain-Migration quasi durchführen. Diese Methode werden wir jetzt über einen Client-Command aufrufen. Hierbei muss natürlich dieses Skript wieder auf der Client-Skript-Seite abgearbeitet werden. Wir befinden uns dann hier unter dem Bereich WMI und führen eine WMI-Methode aus. Diese WMI-Methode kann hier auch die unterschiedlichsten Sachen wirklich ausführen. Wir können auf das gesamte Portfolio von WMI zugreifen, was natürlich dann auch ein bisschen Ladezeit hier entsprechend verursacht, weil erstmal die WMI-Methoden geladen werden müssen, genauso wie die Klassen jetzt hier einmal dann in einem Auswahlfenster mit der jeweiligen Beschreibung zur Verfügung stehen. Da können wir jetzt hier unter Win32 Computer System dann sagen, wir möchten gerne die Methode Join Domain or Workgroup verwenden. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Rename-Methode, mit der man auch den Computernamen ändern kann. Und als erstes tragen wir jetzt hier die UU ein, wo das Computerkonto bei der Zieldomäne erstellt werden soll. Ich habe jetzt hier einfach eine Test-UU-PC, wo dann der Computer entsprechend erstellt werden soll. Meine Domäne heißt Argon Local entsprechend, deswegen hier die jeweilige Distinguished Name Notation, UU gleich PC und so weiter. Dann die F-Join Option 3, weil bisher der Rechner in einer entsprechenden Workgroup ist und dann in eine Domäne gejoint werden soll. Hier gebe ich den Domainnamen Full Qualified an und anschließend das Kennwort. Das Kennwort wird jetzt hier gerade im Kleintext in diesem Bausteinchen eingetragen. Erzähle ich gleich aber auch noch mal ein bisschen was zu, wie man diesen Baustein dann natürlich auch noch gegen unerlaubtes Einsehen schützen kann. Der Benutzer ist in dem Fall der Admin. Hier trage ich auch wieder den jeweiligen Usernamen Full Qualified ein und übergebe dann noch das Ergebnis, da bekomme ich einen Exit Code, den ich dann interpretieren kann, an die Variable WMI, so dass ich hier halt wirklich interpretieren kann, ob es erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Da gibt es auch ganz spezielle Fehlermeldungen, die Microsoft auch gut dokumentiert hat, die man dann auch interpretieren lassen kann. Hier unter den Eigenschaften kann ich noch sagen, ich möchte das Client-Command gerne schützen vor unerlaubten Ansehen. Da kann ich es entweder komplett ausblenden oder ich kann halt auch ein Passwort davor legen, dass man es nur editieren darf, wenn man das Passwort kennt. Das Client-Command bekommt jetzt noch einen entsprechenden Namen. Ich kann es abspeichern und kann es dann ganz gezielt auf meine Rechner ausführen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben und sich ACMP genauer anschauen und testen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.